und so weiter. Und vielleicht Auto, also vielleicht machen wir dann auch daraus mal eine Monsterfarm. Vielleicht können wir das ja sogar verbinden. Oh ja, da kommt mir gerade eine richtig coole Idee in den Sinn. Doch, das wäre echt geil eigentlich an sich. Das können wir echt mal überlegen, vielleicht zu machen. So, hier kommt jetzt die Tür rein. Und werde hier jetzt schon die Monsterfarm anfangen. Da können wir jetzt mal hier eine Fackel hier machen, damit auch wirklich nichts kaputt geht. Nichts kaputt geht. Was laber ich da schon wieder für einen Scheiß? Kein Mensch weiß es. So, also das wird, da werden wir jetzt auch gleich richtig viel Stein haben, das kann ich euch sagen, Leute. Und zwar so richtig, richtig viel. So. Ich werde jetzt einfach mal so irgendwie was machen und dann gucken wir mal weiter. Hoppla. War jetzt eigentlich nicht so geplant. Alter, wo hänge ich denn da fest? Irgendwie in der Fackel, kein Plan. So, hier soll zwei dahin und dann soll hier quasi eins. Ah, egal, machen wir gleich, würde ich sagen. Oder wobei, wir müssen halt jetzt eigentlich nicht machen. Naja, egal. So. Also machen wir mal eben. Also hier sollen zwei entlang rüber bleiben. Das heißt, hier wird das Ganze anfangen. Hier wäre der erste Fluss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hat wir dann hier. Na, hier. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier. Und dann wäre hier wieder so. So, nur zu markieren jetzt irgendwie mal eben. So. Machen wir mal eben so und. Gut, ja, dann ist jetzt die Macht zu markieren. Das heißt theoretisch auch jetzt hier wieder von hier an. Na gut, da können wir jetzt eigentlich schon bauen. So. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. Und 8. Mal gucken, ob das jetzt richtig war, ob ich mich wieder verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, war richtig. Alles klar. So, muss jetzt noch hier der ganze Stein dort weg. Also da wird jetzt wieder ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht. Ich versuche natürlich so spannend wie möglich zu gestalten, aber das ist nicht ganz einfach. Ich platziere jetzt mal hier wieder erstmal eine Fackel. Ach ja, die dann auszubessern wird auch wieder ganz lustig. So, hier, da können wir jetzt mal so stehen lassen und dann gehen wir jetzt mal hier weiter. So. Und theoretisch sollten wir jetzt irgendwo am anderen Ende rauskommen. Mal gucken, ob das auch passiert. Ich bin mir ein bisschen skeptisch, bin ich ja noch, ob das jetzt richtig war alles. So, mal gucken, ob wir die jetzt auch direkt in einem Anlauf bauen oder ob wir das ein bisschen verschieben. Ich glaube mal eher, wir verschieben es. Weil da alles auf einmal wegzubauen, das könnte ganz schön scheiße werden irgendwie. So. Auf jeden Fall muss hier alles weg. Und ich denke mal, wenn wir das fertig haben, haben wir auch genug Stein, um unsere zweite Weizenfarm komplett zu bauen. Das sollte halt nicht so klappen. Und ich sehe gerade auf der Minimap, der Lavasee sieht bei Nacht richtig cool aus. Vor allem, weil da ja rundherum Schnee oder sowas ist. Ne? Weil das ist, keine Ahnung, schaut mal auf die Minimap, da seht ihr jetzt auch. Ist auf jeden Fall ganz schön cool. So. Stein weg, denn den brauchen wir nicht. Ja gut, das ist jetzt ganz schön heftig hier irgendwie. Vor allem wenn ich jetzt noch bedenke, dass die soll zwei oder drei Etagen bekommen, dann kriege ich schon wieder Kotzen irgendwie. Kein Plan. Aber das wird auf jeden Fall ganz, ganz interessant, würde ich sagen. Ich hoffe nur, die funktioniert dann nachher auch. Das wäre natürlich ja, richtig scheiße eigentlich. So. Gut, jetzt haben wir quasi schon ein Eck fertig, den linken unteren Eck. Jetzt fehlt noch der rechte untere Eck und der linke obere und der rechte obere. Das geht ja eigentlich noch, also wir von der Geschwindigkeit her eigentlich gar nicht mal so schlecht jetzt, mal ohne Scheiß. So, wir gehen jetzt mal erst in unsere Bude und holen uns dort eine neue Spitzhacke. So, Brot
Haben wir ja noch ein bisschen genug. Gehen wir mal eben pennen. Ist sicher auch keine schlechte Idee. So, gute Nacht. Hallo. So. Spitzhacke brauche ich, genau. Gott, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen Stickies herstellen. Also holen wir uns da mal ein bisschen Eisen. So, Stickies. Das reicht eigentlich erstmal. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt hier zwei Spitzhacken. Ich glaube, das ist ein bisschen effektiver. So, so viel Eisen haben wir gerade irgendwie gar nicht mehr. Das zackt natürlich auch ein bisschen. So, Eisen lege ich jetzt mal weg zur Sicherheit. So. Den Rest können wir ruhig mitnehmen. Und dann geht's wieder runter. Und dann wird weitergebaut, Leute. So. Weiter geht's. Ich hoffe, jetzt spawnt nur jetzt nichts hinter uns, während wir hier bauen. Das wäre natürlich ultra fail. So, machen wir hier mal eine Fackel. Gehen wir jetzt hier rein. So, theoretisch kann ich jetzt hier einmal rumbauen. Genau. So, dann haben wir wenigstens eine Grundstruktur, haben wir da schon mal. So, hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, bis hierhin sollte der Scheiß dann gehen. Wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe. So, jetzt muss natürlich der ganze Block hier weg, das ist ganz schön viel. Oh ja, das ist ordentlich viel, meine Fresse, da wird man ja dumm, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, da wird man ja richtig dumm. So. Weiter geht's, aber gut. Eine Monsterfarm hat natürlich zwei Vorteile. Einmal bekommt man da halt EP, wenn man jetzt zum Beispiel selber killt. Das soll ja auch eine Arena sein, wie ich schon vorhin gesagt habe. Zweitens bekommt man Gunpowder, richtig viel für TNT und Pfeile, nicht zu vergessen. Ja, ist schon cool irgendwie. So. Boah, das Ganze kommt mir gerade ein bisschen groß vor, ne? Ich weiß ja nicht, aber irgendwie ganz schön groß. So. Mal gucken, ob wir uns richtig, ob wir richtig gezählt haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und sollten zwei übrig sein. Passt also. Nicht verzählt. Hammer. So, und weiter geht's mit dem Block hier wegarbeiten. Ach ja, monotone Arbeit for the win. So, hier jetzt noch rum vielleicht. Ich würde mal sagen, ich baue jetzt irgendwie die erste Etage hier fertig und dann gucken wir mal zum Ausbessern und so weiter. Denke ich mal, mache ich dann ein anderes Mal. Ich würde sagen, wenn ich das hier jetzt weg habe, komplett, auch noch auf der anderen Seite, also jetzt quasi das hier spiegeln. Ich denke, wenn ich das fertig habe, dann baue ich noch ein bisschen an der Weizenfarm und dann habe ich auch schon genug aufgenommen für heute normalerweise. Schauen wir mal. So, dann hat auch einer gefragt, ob ich denn nur auf der Xbox spiele, was natürlich eigentlich eine ziemlich schwachsinnige Frage war, weil das einzige Spiel, was ich eigentlich auf der Xbox momentan zocke, oder beziehungsweise das Spiel, was ich zocke und auf YouTube hochlade, ist Battlefield 3. Und der Rest, Crysis 3, jetzt natürlich auch hier Minecraft und so weiter, ist alles auf dem PC natürlich gespielt. Als zum Let's Play deutlich einfacher wie die Konsole, habe ich leider feststellen müssen. Gut, ist jetzt für mich keine allzu große Umstellung, denn ich habe immer wieder mal ein bisschen PC gespielt. Aber ist halt besser zum Aufnehmen, vor allem Minecraft ist auf dem PC ja deutlich besser, ja, fortgeschritten, sagen wir mal so. Ja, die Version, die jetzt hier quasi auf der Konsole aktuell ist, das ist quasi noch Beta-Status von Minecraft auf dem PC. Also es sind uralte Versionen wirklich. Damit kann man eigentlich gar nichts anfangen, wenn man ehrlich ist. Also ich bereue eigentlich relativ, das gekauft zu haben, ne, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich jetzt müsste sagen, empfehlst du es mir, dann würde ich sagen, definitiv nicht. Also kauft es euch auf jeden Fall für den PC an alle Konsolenspieler. Habt da mehr Freude mit, glaubt mir. So, erste Spitzhacke schon wieder kaputt, ist natürlich scheiße, ich weiß. Aber was will man machen, was will man machen? So. Musiktitel wechselt gerade wieder. Warum hat er jetzt gewechselt? Kein Mensch weiß es. Weil ich habe auf meiner Maus auf jeden Fall nichts dafür gedrückt oder so. Also ich habe mir schon gerade gedacht, was sind das für schwarze Punkte.
Das war natürlich schon der Fackel. Nee, mehr, also ich zocke auf dem PC und ja, da haben auch einige gefragt, ob ich einen PC dann besser finde wie Konsole. Ich finde eigentlich so gesehen, geben die Joysticks nicht viel. Also ich spiele auch gerne auf der Konsole, ist deutlich gemütlicher, wie ich finde. Also wenn man mit Kumpel zockt, dann würde ich auf jeden Fall, also dann ziehe ich auf jeden Fall die Konsole vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich da deutlich bequemer. Zum alleine zocken ist wahrscheinlich der PC ein bisschen besser, würde ich sagen. Also ich weiß nicht. Ich finde soziale Sachen und so weiter funktionieren einfach auf der Konsole besser. Ist jetzt nur meine Meinung. Haben natürlich andere Leute genau die umgekehrte Meinung, denke ich mal. Die sagen, Steam ist und so weiter, ist voll bequem und so weiter. Gut, ich finde es jetzt nicht so der Fall. Aber natürlich auf dem PC geil ist zum Beispiel Crysis 3, ne? Ist natürlich deutlich besser.